Meine lieben Jungfrauen, das ist eure Kartenlegung für Mitte, Ende Dezember. Bevor ich anfange, ich möchte erinnern, dass es eine Kollektivlegung ist. Es sollte dir helfen, reflektieren, anschauen und die Situation betrachten. Natürlich, ich lege auch Privatlegungen. Du darfst gerne bei mir melden und mich ansprechen. Es ist, steht alles in Videobeschreibung oder auch Kanalbeschreibung, wie du mich erreichen kannst per WhatsApp oder E-Mail. Ich kenne nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, aber dann morgen Kommentar. So, wir fangen jetzt an. Diese Woche übrigens jedes Kommentar teilnimmt an Gewinnverlosung automatisch. Also egal, ob du Shorts kommentierst oder auch Videos, die gleich sind. Und die Gewinnverlosung, du kannst gewinnen bei mir kostenlose Beratung. Also Karten liegen und ja, lass dich überraschen. So, die drei Karten, die Tendenzen, also was wird dich beschäftigen von Verstandsebene, Gefühlsebene und Tendenzen. Das sind die Karten Tarot de l'Étonné. In Verstandsebene wirst du merken, dass irgendetwas für dich ist, Verspätung, verspätet. Das bedeutet entweder zum Beispiel Anerkennung kommt verspätet oder eine Nachricht kommt verspätet oder du wirst dich mit Verspätung auseinandersetzen. Also Post, Päckchen und so weiter in Weihnachtszeit meistens verspäten. Das wird dein Thema sein. Es ist so, im Gefühlsbereich wirst du auch dadurch merken Verluste. Zum Beispiel, es kann auch sein, dass du merkst, zum Beispiel dein Gegenüber, dein Partner oder wie auch immer, einsieht seine Fehler und kommt auf dich zu und du sagst, nein, es ist zu spät. Und du trotzdem leidest darunter, weil es ist zu spät. Mensch, könntest du nicht einen Monat früher vor die Tür stehen und erklären mir, dass du das eingesehen hast? Könnte es nicht früher stattfinden? Und gefühlsmäßig, vielleicht merkst du auch gewisserweise, es ist für uns zu spät. Es ist so viel, das schon stattgefunden hat. Ich habe mich schon auf den Weg gemacht zur Trennung. Wenn du bist, Trennung emotionale, nicht nur als Tatsache, sondern auch emotionale oder auch du entfremdest diesen Menschen und das meistens auch passiert peu à peu. Wenn du gehst in Resonanz damit und mit diesem Beispiel und du bist wirklich in einer Trennungsphase, ich empfehle dir die Kartenlegerin Miranda Karat gefragt, sie ist spezialisiert auf Trennungen, Aufarbeitung von Trennung, dann geht es bei dir schneller voran. Natürlich, das ist meine persönliche Empfehlung, schau dir die Videos von ihr an, weil sie wirklich macht es gut, sie unglaubliche Begabung hat, Menschen zu erreichen und Menschen zu berühren und hilft, diese Trennungsphase gut zu überstehen oder auch verstehen auch mir, was ist falsch gelaufen, seine Sicht, deine Sicht und auch in guten Trennen loslassen können. Also ich empfehle das. Meine Katze will raus, ich muss kurz rauslassen. Ja, ja, madame, hier bitte. Ich mache aber die Tür zu. So, Tendenzen sind es. Ich bin wieder da, ich muss die Terrassentür offen lassen, weil die Dame nicht weiß, was sie will. Das ist eine Katze, ne? Und noch dazu ein Mädchen. Ist es draußen kalt oder doch nicht? So, für dich Tendenzen sind, dass es für dich irgendwas, du vertraust in die obere Macht, aber für dich ist etwas unveränderbar. Dass es wie vor von die höhere Macht ist bestimmt. Das, was dir passiert, für dich irgendwas zu spät kommt. Das kann auch Beförderung zu spät sein, weil du suchst schon einen neuen Job. Und du bist schon mit Kopf irgendwo schon anders. Umzug oder irgendetwas anderes. Auch verbunden mit Verluste, weil alles, was wir loslassen und hinter uns lassen, müssen wir auch einen guten Abschied nehmen. Und dazu gehört auch Trauer, weil das war ja nicht nur alles schrecklich, sondern auch angenehm und schön. Und auch das alles, was wir auch austrauern, können wir das Positive und Negative mitnehmen für in der Zukunft. Was es nicht aufgearbeitet ist, ja, das kommt immer wieder bei uns, immer in Leben, weil wir diesen Schmerz, diesen Trauer, Verluste
oder auch Positives und Negatives nicht richtig eingeordnet haben. Das ist meine persönliche Meinung. Und hier ist etwas Unveränderbares, vielleicht auch der Finger Gottes oder des Universums. Zack, ich mache so. Das wirst du sozusagen an Tendenzen, dass es in Weihnachtszeit einiges passiert, gewollt von oberer Macht. So, was sagen die Karten? Hier gibt es auch irgendwie eine Vereinbarung im Haus, Vertrag im Haus, ist ein Verlust. Vielleicht möchtest du wegziehen, möchtest kündigen. Vielleicht auch geht es Vereinbarungen im Haus. Bitte nicht missverstehen, hier muss nicht großartig sein. Hier kann auch etwas sein. Du hast immer wieder mit deinen Nachbarn vereinbart, wenn du verreist am Weihnachten, dass man jemand guckt nach deiner Katze, nach deinen Pflanzen oder guckt nach deiner Post. Und jetzt findet es nicht statt. Solche Vereinbarung kann sein. Ne? Und du schaust aber auf den Neubeginn mit kleinem Glück, also sieht gut aus, du lässt auch sozusagen deinen Rückzug auch hinter dir. Zum Beispiel diese Nachbarin, die aufpasst auf deine Katze, also ne, kümmert, dass du die Futter hat, weil du bist ja über Weihnachten fährst, Familie oder sowas in die Art oder Pflanzen, sozusagen sagt, nein, ich verreise auch dieses Jahr. Ich kann nicht, das kann auch Freundin sein und so weiter. Dass irgendwas da ist in Verlust. Hier, ja, schlingelst du drumherum, du schlingelst und möchtest irgendwo aufbrechen, aber du weißt, dass es noch nicht die Zeit ist. Du auch sehr vieles musst überlegen. Du musst auch wirklich schauen über längeren Zeitraum. Vielleicht musst du bei manchen Sachen tricksen und gucken, wie du das managst. Ich bin kein Freund von Tricksen und so weiter, aber manchmal geht es nicht anders. Für mich Trickserei ist zum Beispiel jemand auf den Busch klopfen. Es gibt Menschenkandidaten in meinem Leben, vor allem Männer, die kommen nicht raus mit der Sprache. Man muss denen alles aus der Nase ziehen. Und dann ist es manchmal so, gucken, wo der Hase läuft, wie er darauf reagiert. Vielleicht auch selber er auch manches erkennt dadurch oder ausspricht oder auch durch die Reaktion. Ne? Das ist für mich Trickserei. Dieser Mensch möchte einladen, Sexualität oder zur Familie, auch Beständigkeit. Zwischen euch beiden, also sieht gut aus, zwischen dir und diesem Menschen, der wahrscheinlich ist dein Partner oder du hättest gerne als Partner, zwischen euch sieht es gut aus. Also Harmonie, Beständigkeit und Einladung. Dieser Mensch schaut auf Entscheidung betreffend berufliche Angelegenheit, das muss nicht Großes sein, das ist vielleicht irgendwas Alltägliches, muss er auch irgendwas machen. Vielleicht auch kommunizieren, mitteilen auf der Arbeit, das beschäftigt ihn oder schaut dahin. Seine Gedanken sind Blockade, einen Freundeskreis wegen einem älteren Mann im Haus. Vielleicht, dass es irgendwas mitteilt von ihm, der Kumpel oder Freund. Hey, da gibt es Schwierigkeiten im Haus mit einem älteren Herrn oder meinem Vaters Haus oder sowas in die Art. Also der Freund. Das mitteilt oder da geht nicht voran in häuslichen Angelegenheiten. Er macht darüber Gedanken und das kann auch sein, dass er macht sich Gedanken zum Beispiel, wie schwer. Na, Madame, komm. Lady, komm. Meine große Katerin ist da. Sie ist unentschlossen, was sie unternehmen soll. Dass da vielleicht er auch sich Gedanken macht, wie er macht auch das in eigener Situation würde machen. Vielleicht ihn auch berührt zum Beispiel, dass diese ältere Person muss einziehen, umziehen oder sowas in die Art. Und da ist Blockaden und der Freund etwas erzählt darüber und er macht sich die Gedanken, wie würde er mit eigenen Eltern machen oder wie man das besser managt oder sowas in die Art. Für ihn ist das auch Thema, eine geheime Mitteilung. Manche Gespräche sind unklar. Er hat Depressionen. Nee, Depression, du musst aufpassen mit Depressionen bei dir über Weihnachten, Jungfrau.
Jungfrauen brauchen Beschäftigung, sonst gehen denen geht es nicht gut. Schau, dass du auch in Weihnachten dich beschäftigst, weil es kann dir Gemüt sein, dass du musst etwas transformieren, vielleicht auch depressive Stimmung haben, dass es nicht so läuft, wie du gerne hättest. Es geht auch um finanzielle Themen. Es ist Wertschätzung, Wertschätzung von Liebe hier steht, aber auch Liebe zum Geld, ne? Jungfrauen gerne auch alles tun, auch um Geld zu verdienen. Also alle Erdzeichen sind, sagen wir das so, die haben nichts dagegen, gegen Geld zu haben. Sozusagen. Nicht böse gemeint. Ich glaube, das alle wollen wir nicht. Also alle haben diese Einstellung. Hier geht es, Schweigen ist blockiert. Was mir gerade also einfällt oder ins Gesicht springt. Hier gibt es auch plötzliches etwas in Liebe, vielleicht auch ein bisschen Kummer, Eifersucht, so Sticheln in Herzen. Etwas in der, kann auch sein, natürlich auch Verliebtheit, aber ich würde eher sagen, das ist irgendwie so kleine Sticheln oder irgendwelche Erkenntnis oder auch, oh, mein Partner wird auch von anderen Frauen gemocht. Nicht als gleich Eifersucht oder so ist in der Art, sondern, aha, sozusagen. Es geht um Liebesbeziehung, Ehrlichkeit, Herzlichkeit zu einem älteren Herrn. Das kann auch natürlich Ärger sein, dass der Ex denkt, über Hausvertrag zu beenden. Das kann auch sein. Und also für dich, nicht für ihn, sondern für dich. Und da ist geheime Liebesbeziehung eine Rolle spielte und Blockaden, Aufregungen. Das könnte Ex sein. Ne? Also du musst schauen, wer das ist, diese Person, weil das ist meistens machtvolle Person, eine Person, die ist mittendrin im Leben und hat auch Macht, es kann auch älter sein. Vorwiegend ist das älterer Mann. Aber ein mächtiger Mann, das ist wirklich auch jemand, der ist auch gut, guter Mentor könnte sein, Unterstützer in deinem Leben. Das habe ich mitgeteilt. Die Verträge sind mit kleinem Glück, Vereinbarungen und du bekommst auch Nachricht. Berufliche Sicht wird nicht viel ändern bei dir. Ja, Gespräche und so weiter, Kommunikation. Aber da wird bei dir nicht ausschlagen, weil für mich, wenn es ist, dass die Karte im selben Haus steht, dann verändert sich da nicht viel. Finanziell musst du auch manche Entscheidungen treffen. Vielleicht geht es auch Entscheidungen oder auch Sachen, was kommen auf dich zu in 6, 8 Wochen. Also, wenn ich schaue auf deinen Herzensmensch 3, 4, 5, Vertrag mit dir. Es geht um Vereinbarung mit dir, Beziehung mit dir. 1, 2, 3, 4, 5. Aufregungen sind zu Ende. Also was das Beziehung, Vereinbarungen und Aufregung, hektisch wird zu Ende gehen. Dann entweder wird transformiert oder beendet eine Freundschaft zu einer Frau. Also wenn da gibt es noch eine Frau in seinem Leben, dann wird es zu Ende sein mit dieser Frau. Oder es wird ein anderer Weg gesucht im freundschaftlichen Verhältnis. Was dich betrifft, es ist Aufregungen, die gehen zu Ende. Dann hast du Transformation sozusagen. Also das ist schicksalhafte Auflösung. Transformation mit dem Freundin. Für dich, Freundin. Mit Sicherheit Neubeginn. Vielleicht hast du mit dieser Frau Neubeginn, aber für ihn diese Freundschaft muss irgendwie anders gestalten werden. Dass ihr habt vielleicht durch die Freundin von dir oder freundschaftliches Kontakt, was du mit als Freundin hast, eine Freundin hast, da gibt es irgendwie Probleme zwischen von ihr und deinem Partner. Und da muss irgendwas verändern für ihn und du trotzdem gehst auf diese Freundin mit Sicherheit, mit Neubeginn oder mit neuen Elan voran. Also ich nehme jetzt die Karten aus. 2, 3, 4, 5. Aufregungen, die gehen zu Ende. Deine Aufregungen, die sind erledigt. Dann kommt etwas, muss transformiert sein oder auch beendet. Freundschaft. Die Frau.
oder Aufrichtigkeit, Loyalität dieser Frau, mit Sicherheit Neubeginn. Also, liebe Jungfrau, schauen wir, was die Karten so sagen. Das Geld, du, ja, Liebe, Beziehung, Arbeit, Veränderungen. In Veränderungen werden auch in Familie etwas passieren, ne? Veränderungen werden momentan, entweder ist es richtig, muss transformiert werden und überlegt, wie ich das wirklich mache, sozusagen Quantensprung und dem Problem. Oder es wird nichts stattfinden. Das ist die andere Seite. Was bei deinem Herzensmenschen wird, das ist diese Frau, wird ein Thema sein. Auf die Arbeit gibt es auch Aufregungen, Hektik. In Liebe geht es um Loyalität, Aufrichtigkeit, Freundschaft. Verträge sind auch schicksalhaft oder Beziehung ist sehr schicksalhaft. Ist es als eine Prüfung gedacht in der Beziehung oder wegen der Beziehung oder ist es unausweichliche Verbindung, Vereinbarung? Mit Sicherheit bekommst du auch durch die Finanzen, da wirst du auch Entscheidungen treffen müssen, wegen der Wertschätzung und Neubeginn, was auf dich zukommt. Oder auch Kinder. Kinder wird ein Thema sein über Weihnachten oder auch Neubeginn. Nicht gleich Neubeginn, ganzes neues Leben, sondern Neubeginn in irgendwelchem Bereich. So, ich wünsche euch, meine liebe Jungfrauen, gute Zeit. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Wenn dir hat meine Videos gefallen, freue ich mich, dass du likest, abonnierst oder kommentierst. Ich wünsche dir wunderbare Weihnachten. Bleib in der Mitte, bleib bei dir selber. Alles Gute, bis bald.